Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin unser lieber Odo. Wir sind zurück bei Victoria 3 mit Deutschland, Österreich. Und ich habe gerade bemerkt, es gibt hier in Südindien einen Konflikt, der ziemlich cool ist. Und zwar, hier hat Großbritannien einen Konflikt mit Mysore möchte gerne unabhängig werden von Großbritannien. Und Mysore hat einen großartigen Verbündeten, nämlich Russland. Da haben sie einen Humiliate Great Britain genommen und die Briten wollen dafür einen Treaty Port und einen Haufen anderes Zeug von Russland. Finde ich cool. Das könnte zu einem potenziell Urorgenkonflikt werden. Egal. Wir können daneben stehen und zuschauen und denken, hehe, sehr cool. Die mögen uns nicht, die mögen uns nicht, die mögen uns. Müssten nicht Kordels Sachsen, Coburg, Gotha, Frankfurt, Griechenland, Graupara, Sachsen, Coburg, Gotha. Ja, machen wir. Mit dem Panama-Kanal wird wahrscheinlich auch nie was werden. So wie das ausschaut. Wir haben gerade mal 1100 Leute, die dort arbeiten. Das sind jetzt nicht so viele. So, schauen wir nochmal zurück zu dem. Oh, wir haben plus 600 Punkte, da sehe ich gerade. Schauen wir mal zu dem Konflikt. Schaut's mit dem Moss? Schon ganz gut aus. Oh, 319 mobilisierte Bataillone. Bist du deppert? So, wie viele Radikale haben wir? 24 Millionen und 12 Millionen Loyalisten. 111 Millionen Einwohner. So, schauen wir mal. Standard of Living ist gut mit 17,9. Schaut so aus, als würde er weiter wachsen. Die ganzen mini-deutschen Staaten leiden darunter, dass sie nicht Teil meiner Customs Union sind. Und unser BIP ist riesig. Riesig ist das richtige Wort dafür. So, schauen wir mal, was haben wir noch alles? Was können wir da noch machen? Wir haben in Kanak und in Mexiko Obligations. Okay, warte mal. Kanak ist da hinten. Können wir irgendwas mit denen machen? Take on debt. Oh, warte mal. Wir könnten das als erstes machen. Und dann machen wir Take on debt, weil das kostet gar nichts. In Wirklichkeit.
Dann kriegen wir nämlich noch eine Obligation von ihnen. Da brauchen wir nicht so viel Dings, dann brauchen wir nicht so viel. Nicht so viel Punkte in die Freundlichkeit setzen. So, schauen wir mal. Sagst du mal euren Markt. Produziert ihr irgendwas, was ich brauchen könnte? Oh, ihr produziert Waffen. Und sonst nichts, oder? Ah, Fertilizer, Glas. Ich glaube, Glas ist bei mir ziemlich teuer. Not a participant in this market. Heißt das? Wir haben das wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich nicht. Doch. Wir haben das als. Things of interest. Interessant. Können wir dann nicht. Okay, warte mal. Machen wir es so. Wir wollen importieren. Und zwar Glas. Wir können es nicht von ihnen. Doch, wir können es von ihnen importieren. Klar. Und Tools würden wir auch gern von ihnen importieren. Einfach weil wir es können. So, jetzt müssten sie aber eigentlich. Trade Agreement sollte jetzt langsam, sollte dann gehen. Wenn wir die Trade Agreement haben, kann man als nächstes dann gleich die Customs Union machen. Schauen wir mal, was brauchen sie? Sie brauchen Eisen, Kohle, Hardwood. Eisen und Kohle könnte man hin exportieren. Schwefel auch, Stahl auch. Kohle nach. Ist. Stahl. Auch in den kanakischen Markt. So, was brauchen die noch? Hardwood. Maschinen könnten wir noch exportieren. Engines. Wo sind unsere Engines? Was sind die Engines? Ha. Alles gut. Ich will diese Insel auch in unserem Customs, in unserer Union haben. So, jetzt machen wir ein Trade Agreement.
Und als nächstes kommt die Customs Union und dann kommt das Protektorat. Tick on Dead. Gibt es noch jemanden, mit dem wir das machen können? No. So, Mexiko haben wir auch noch eine Dings, das ist eigentlich viel wichtiger. Mexiko ist nämlich reicher. Können wir Mexiko zum Protektorat machen? Ja, na okay. Ich bin wieder weniger reputabel. Yo man, ein weiteres Protektor. Ein weiteres Protektor. Wir sind die Guten. Kadiri irgendwann mal einbauen in unser Reich. Damit die nicht ständig zwischen Sieg und Sieg kämpfen müssen. So, wie ist das eigentlich? Haben die Krieg schon? Nein, noch nicht, aber fast. Russland hat etwa doppelt so viele Leute mobilisiert wie Großbritannien. Ja gut, bei denen geht es ja auch um was. Wobei, Kampagnen hat nur 49 Bataillone, kann das sein? Gibt's ja nicht. Textile Mills. Railways, Government Administration. Ja, okay. Bald sind sie durch die Government Administrations. So, schauen wir mal. 20 States in Turmoil wieder. Das gefällt mir nicht. Es geht wieder rauf, was die Turmoil betrifft. Mit oh, Right of Assembly Extreme. 80% unterstützen das. Also in Support for Germany. Ich habe schon Unified. Ich finde es lustig, also ich finde es ärgerlich, dass sie nicht danach auch noch freiwillig beitreten. Können. Das ist irgendwie schlecht gemacht in dem Spiel. Normalerweise sollte es schon funktionieren, dass die Staaten danach sagen können, okay, wisst ihr was, wir haben uns anders überlegt hier. Okay, da haben die Franzosen mal gewonnen. Das ist zum ersten Mal seit langem, dass sie wieder mal einen Krieg gewonnen haben. Was? 80.000 gegen 1.000 Briten. Ja, sehr gut, sehr gut. Die Briten sind so unfähig, das ist unfassbar. Mit dieser Wirtschaftsmacht, die sie am Anfang hatten, so abzustinken, ist eigentlich schon fast schon peinlich.
dann verlieren sie technologisch auch noch gegen Russland. Wie kann das sein? Oh, defense-mäßig sind sie aber ziemlich heftig aufgestellt. Aber gut, das ist wurscht beachtet worden. Sind die 1000 Maxeln, die dort gestanden sind. Das heißt 1960. Warum sind sie jetzt mehr geworden wieder? Das ist interessant. Ah, es geht wieder rauf. Das ist interessant. Das ist auch ein Bug. Ah, vielleicht, weil sie gerade erst mobilisiert wurden, kann das sein? Und schneller Leute nachkommen, als sie wegsterben. Das ist interessant, das habe ich auch noch nie gesehen. Deswegen sind jetzt auch schon 350 gestorben, obwohl sie nur mit 160 angefangen haben. Oh, Dings sind aus. Ah, ich sehe gerade, Bürokratie ist wieder voll. Kann man eigentlich noch was machen hier bei der Bürokratie? Ah. Da. Kann man noch Institutionen verbessern? Workplace Safety können wir noch aufgeben. Einen Level. Finde ich gut. So, das bedeutet dann, wir sind wieder in Famous, gell, ja. Oh, nicht mehr lange. 5, das passt. Es hat sich ausgezahlt, ich meine, Mexiko als Protektorat zu haben. Ist so gut. Wir sind so gut. Helfen uns die eigentlich im Krieg oder? Nein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind sie in unserem Markt. Zählt. Diese Leute auch. Deutsch-Ostafrika. In Wirklichkeit haben wir genau das. Ölturbinen, die können wir nicht verwenden, weil wir haben viel zu wenig Öl. Und keiner in unserer Umgebung versucht, Öl abzubauen. Los, Walachei, du könntest das. Könntest du bitte Öl abbauen? Du bist eh in unserem Markt, du brauchst nichts da bauen. Bau nur noch Oil Rigs, come on.
Das wäre irgendwie ganz, ganz toll, wenn du das machen würdest. So, wir sind aber mit der Produktion gerade durch. Wir brauchen Öl. Könnten natürlich noch irgendwas erobern, wo Öl zu finden ist. Ja, in Russland. Da oben Friesland. Oil Rigs möglich. Boah, das wäre natürlich cool. Friesland ist deutsch, oder? Dutch, Bulgarian, South Andean. Finde ich interessant. Flämisch. Aber die Niederlande anzugreifen ist bescheuert. Mal abgesehen davon, dass wir wirklich gute Be Verhältnisse mit denen haben, glaube ich. Ja, die mögen uns sehr. Oh, die würden in unsere Customs Union gehen. Der Customs Union. Wenn sie unser Protektorat werden. Und was auch noch? Start Bankrolling. So, die Guten sind unserer Customs Union. Und das Protektorat wieder minus 60, aber Infamy Level ist aber das höchste Problem hier. Das heißt, wenn die Infamy runtergeht, könnten wir die Niederlande zum Protektorat machen. Das ist ja cool. Bankrolling kostet, also nein, kostet nicht mehr. So, in Wirklichkeit können wir von den Leuten allen Improved Relation to Bankrolling ersetzen. Einfach deshalb, weil wir haben so viel Geld. Ja, okay, das Yukon Territory interessiert mich eigentlich genau gar nicht. Sieht sogar mehr aus für das Bankrolling. Noch immer in Famous, aber nicht mehr lange. Essen Castle ist
machen wir auch gerade das. Aber dann ist auch die Interview-Level das Problem, dass sie noch nicht mit Protektorat sind. Und dass ich noch keine Obligation habe, so. Ja, auch mit denen. Was so. Was auch noch. Aber denen fehlt noch einiges. So, wir haben jetzt überall Bankrolling statt Dings, statt. Das heißt, wir sollten einen Haufen Obligations kriegen von diesen Leuten. Mhm. So, und wir haben das Jahr 1915 fast. Achso, ja, stimmt. Und ich sollte neues Zeug. Nicht wahr? Oh. Niederlande hat schon wieder ein Diplomatic Play. Und zwar gegen Revolutionary Dutch East Indies. Oh. Mhm, mhm. Jetzt sind wir natürlich auf ihrer Seite. Warte mal. Gewinnt Mysore diesen Krieg hier? Wie schaut das Power-Krieg hier aus? Zeig mal her. Nur noch auf plus 28, dann schaut was an, minus 3,17 pro Runde. Sie müssen nur nicht erobert werden, dann schaffen wir es. Independence. Da haben die Russen auch schon Sachen erobert. Briten sind echt ein Witz. Jetzt verlieren sie auch noch langsam aber sicher die Kontrolle über Indien. Naja. Okay, meine lieben Freunde. Für heute wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann.